In der neuesten Romanverfilmung zu Jane Austens Klassiker Emma hält sich die feine Dame für höchst charmant, talentiert und unglaublich klug. Den richtigen Mann hat sie trotzdem noch nicht gefunden. So bleibt ihr aber wenigstens mehr Zeit, um André zu verkuppeln. Du solltest keine Ehen mehr stiften, denn was du auch sagst, geht immer in Erfüllung. Mr. Elton, Miss Harriet Smith. Er ist verliebt in sie. Ach, herrje. Nach diversen Anlehnungen, zwei Miniserien und einem Fernsehfilm kommt Emma, nach der Kinoversion von 1996 mit Gwyneth Paltrow, zum zweiten Mal auf die Leinwand. In ihre Fußstapfen tritt nun Anya Taylor-Joy, die den Stoff als zeitlos erachtet. Ich glaube, es ist eine Geschichte, die es verdient, immer und immer wieder erzählt zu werden. Jedes Mal findet man etwas Neues, das nach Jane Austens Brillanz schreit. Und auch Regisseurin Autumn de Wilde ist von Jane Austens Werk angetan. Sie verrät uns, was diese Geschichte ausmacht. Es ist die Frage danach, ob man in den eigenen besten Freund oder Freundin verliebt ist. Es ist wie in Harry und Sally. Sie streiten sich immer wieder, bis sie merken, dass sie ineinander verliebt sind. Dann ist es aber schon fast zu spät. Ich denke, diese Formel ist einfach zeitlos. Und so kommt es, dass diese Geschichte, 200 Jahre nachdem sie geschrieben wurde, immer noch zu begeistern vermag. Unsere Prognose lautet: Autumn de Wilde's Emma ist erfrischend, bleibt aber dennoch authentisch und punktet nebst atemberaubenden Kostümen mit witzigen Dialogen. Das gibt 4 von 5 Schirmchen. Emma. 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 Vermutlich ohne finanzielle Versorgung und sicher ohne angesehene Verwandtschaft.